Willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu einer News bezüglich YouTube. Ja, heute mal kein Fortnite-Video, denn heute am 19. Februar, beziehungsweise für euch ist ja schon der 20. Februar, denn ich nehme das Video am Dienstag auf und ihr werdet es am Mittwoch sehen. YouTube hat das System für Verwarnung einfacher und einheitlicher gemacht. Und ich wollte euch dazu jetzt auch nochmal bezüglich Artikel 13 informieren. Wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, geht es im Artikel 13 darum, dass weniger Urheberrechtsverletzungen geschehen sollen auf allen Plattformen im Internet. Das Ganze kann allerdings nur mit einem Upload-Filter gemacht werden. Und einen Upload-Filter zu machen, der erkennen kann, was ist gewollt vom Urheberrecht, dass es irgendwie Werbung für die ist, und Urheberrecht, was die verletzt, also zum Beispiel Musik. Wenn du in einem Video Musik einblendest, welche dir nicht gehört, aber welche zum Beispiel nicht mit Creative Commons betitelt ist, dann ist das eine Urheberrechtsverletzung und da bekommt man dann eben halt Strikes, also Verwarnung. Und die haben jetzt eingeführt, ab nächster Woche, dass man nicht mehr einen Strike bekommt, wenn man innerhalb von 90 Tagen dann noch einen zweiten und noch einen dritten Strike bekommt, dann wird der Kanal gesperrt. Beim ersten Strike kann man hier sehen, Livestream-Funktion für den Kanal 90 Tage deaktiviert und dann eben halt immer so weiter. Beim zweiten wird es dann schlimmer und beim dritten ist der Kanal dann direkt weg. Ab nächster Woche wird so sein, dass man keine Verwarnung bekommt, sondern nur eine Warnung. Die Warnung bleibt dann, das heißt, wenn man irgendetwas urheberrechtlich Geschütztes hochgeladen hat, dann bekommt man eine Warnung und weiß, das sollte man eher nicht mehr hochladen. Man bekommt keine direkte Strafe, aber beim nächsten Mal bekommt man eben halt eine Strafe. Ich finde das wirklich ein sehr gutes System. Ja, und ich hoffe eigentlich, dass das jetzt auch noch mal vielleicht ein bisschen gegen Artikel 13 ist, weil Upload-Filter will gar keiner. Die einzigste Möglichkeit ist nämlich beim Upload-Filter, dass man entweder es schafft, dass nichts mehr urheberrechtlich geschütztes in die Videos eingeblendet werden darf. Und das funktioniert meist nur bei großen YouTubern, weil man darauf Vertrauen hat. Das heißt, alle kleinen YouTube-Kanäle werden eventuell gelöscht, wenn das durchgesetzt wird. Oder es gibt generell einfach keine YouTube-Kanäle mehr. Abseits von YouTube gibt es natürlich auch Twitter, wo es Memes gibt. Und Memes haben immer irgendein Urheberrecht drin. Es ist auch eigentlich gar nicht schlimm. Viele Urheber interessiert das auch eigentlich nicht so wirklich. Natürlich, wenn du jetzt irgendwie ein Bild oder ein Musikstück da einblendest, ohne dass der dann dafür Geld bekommt, ja, oder dass man sich im Prinzip dann einen Song angucken kann, ohne dass man den Produzent davon unterstützt, solange er, und man kann ja bei YouTube Creative Commons aktivieren, das heißt, dass man, dass dann andere YouTuber darauf zum Beispiel reacten können und dass man es weiterverarbeiten kann. Aber das würde dann wirklich heißen bei dem Upload-Filter, dass er so etwas nicht erkennen kann und dann alles strikt. Und das würde die Meinungsfreiheit wirklich deutlich beeinträchtigen. Ich fände es echt nicht cool und mittlerweile haben, glaube ich, auch schon fast 5 Millionen Leute dagegen unterschrieben. Auf der Kampagne Save Your Internet. Dafür einfach auf diese Seite gehen. Save Your Internet. Und hier steht schon 4 Millionen Unterschriften. Sind mehr, ein bisschen mehr als 4 Millionen Unterschriften. Und ja, man bekommt ja ein paar Informationen darüber. Kann ja dann auch nur zur Petition gehen. Genau, 4.780.000 haben dafür schon
unterschrieben. Und es will einfach keiner. Es gibt überall riesige Demonstrationen dagegen. Ja, ich frage mich auch, wie die Leute auf diese Idee kommen, so einen Artikel durchsetzen zu wollen. Denn es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie welche machen, die wirklich sich mit den ganzen Sachen auskennen. Zum Beispiel hauptsächlich wird das von den CDU-Politikern versucht durchzusetzen. Alle anderen Parteien sind auch eigentlich dagegen. Und die CDU versucht eben halt wirklich, das noch zu verschärfen, wie zum Beispiel der Politiker Axel Voss von der CDU versucht jedes Mal, wenn irgendetwas dagegen gesagt wird, gegen diesen Upload-Filter, dass sie es nochmal verschärfen wollen. Will natürlich keiner, außer die CDU. Und dann sind in der CDU auch eine Menge Leute, die jetzt nicht aus dem Zeitalter des Internets oder des modernen Internets kommen. Deshalb kann man das auch eigentlich nicht so wirklich verstehen, was sie damit erreichen wollen. Ja, ich denke mal, es wird auch einfach nicht durchgesetzt, weil es einfach so viel, ja, es will einfach keiner. Und wenn die das machen, dann bekommen sie so viel Hate, werden sie auch nie wieder gewählt. Ja. Und dann würde zum Beispiel auch so ein Kanal wie ich, der hier ein paar Aufrufe schon hat, aber eben halt lange nicht genug Rufe hat, der kann dann eben halt da einfach nicht überleben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass jetzt mit dem Creator hier, mit dem Verwarnungssystem, dass dann auch noch mal weniger Urheberrechtsverletzungen gemacht werden, weil durch die Verwarnung man ja dann nicht direkt einen Strike bekommt und dann alle davon abgeschreckt werden, sondern dass man dann wirklich weiß, warum habe ich die Urheber oder wodurch kam es dazu. Weil manchmal weiß man ja gar nicht, was habe ich da falsch gemacht. Man will ja auch nie Urheberrechtsverletzung machen. Das ist ja eigentlich immer unbeabsichtigt. Ich hoffe echt, dass sich damit mal etwas bessert. Ja, und ich hoffe, ihr habt das Video hier zum Thema Artikel 13 und dem neuen Verwarnungssystem auf YouTube gefallen. Lasst doch gerne eine kleine Bewertung da. Ein Abo und ein Like würde mich auch freuen. Und wir haben auf einem Video schon 97 Aufrufe. Und wenn wir da dann die 100 Aufrufe knacken, wäre das schon wirklich cool. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.